Willkommen zurück zu Adventure Time mit Dufter Typ. Nehmt euch zu fremden Welten mit. Ja, nachdem die letzte in der letzten Folge mir das Spiel abgeschmiert ist, haben wir das wunderschöne Glück, dass wir hier trotzdem. Oh geil. Nein. Lol. Erstmal gib mir das Geld. Nein! Und da kämpfen wir. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mich erstmal hier ein bisschen austoben kann. Aber die sind nur zu zweit, das ist gut. Und wir haben ziemlich krass unseren Angriff erhöht. So, dadurch, dass der Dude gerade am Parieren ist, hacken wir nur auf den hier. Match in your face. So, einmal nochmal ein Angriff auf den Dude. Schade, war zwar sehr effektiv, aber die Angriffe sind hart. Okay, Finn flippt aus. Macht überhaupt nichts. Denn das bedeutet nur mehr Spaß für uns. Knack. Haha, gewonnen. Erfahrungspunkte, Geld. So, jetzt können wir nochmal ein bisschen Finn aufbessern. Sehr schön. Life Points sind gemaxt. Das heißt, wir können nur noch Genauigkeit erhöhen und Parade. Bei Finn, Oh. Okay, bei Jake sieht das auch ein bisschen, sieht das nicht ganz so gut aus. Aber egal. Alles so, wie es sein soll. Ich will da nach hinten. Da ist eine Kiste. Generell würde ich ganz gerne wissen, wie ich an die Kiste rankomme. Ah, wir können uns hier nochmal ganz kurz ein bisschen heile machen. So, irgendwo muss es hier ja... da ist ein Fragezeichen. Ich gehe doch mal zu dem Fragezeichen rüber. Oh. Der sieht aber nicht sehr fröhlich aus. So, hier hinten war Fragezeichen, bin ich der Meinung. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ah. Nebenquest starten. Was ist denn die Nebenquest an dieser Stelle? Okay. Das ist schon nicht wenig, was man hier machen muss. Aber egal. Wir nehmen diesen Auftrag natürlich an. Okay, Stufe 2. Nein! Ich wollte nicht gegen den kämpfen. Zu spät. Egal. Zwei Stück haben wir. Gucken wir mal, ob wir gegen den hier ankommen. Und wie viel Schaden die machen. 45! Ich glaube, es hackt. Guck mal, wie viel Schaden ich mit der normalen Waffe mache. 56. Ja, das hat aber richtig viel getan. 50. Ich glaube, bei euch hackt's. Und dann trifft er nicht mal. Moment. Die greifen wir mal ganz normal an. Au. What the fuck?
So. Jay kann hier mal seine Roffelkopter-Attacke starten. Lame. Ist hier gerade weggeflogen? Wie gemein! Ich wollte ihn noch besiegen. 15 Erfahrungspunkte. Und 10 Gold! Ich habe schon gehofft, dass es ein bisschen mehr liefert. Okay, da, so kommen wir da nicht durch. Aha, wie lustig ist das denn? Jetzt haben wir hier so einen... Wir können mit Jake hier auch noch durch die Gegend fahren. Ist ja wunderbar. So, die Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle, ist, wie können wir diese Dinger einsammeln? Und wir sollen uns vielleicht nochmal heilen. Aber... Confused. Check it out. It's Choose Goose. Habe ich das jetzt? Irgendwas ist noch in diese Richtung. Ach so, das ist die Side Quest, die wir angenommen haben. Okay, wir brauchen trotzdem immer noch den Sifferheit-Thief. Aber den muss man ja eigentlich erkennen. Als Sifferheit-Thief. Große Frage ist natürlich, wo er jetzt hin ist. Wait a moment. Das ist aber nicht... der Eingang, mit dem wir schon mal waren. Eins. Okay, wir können auch einfach an euch vorbeilaufen. Na, verdammt. Versuch war's wert. So, gib ihm. Ah, das ist wieder einer von denen. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal den in der Mitte platt machen. Komme, was wolle. Denn der heilt wieder die ganze Gruppe. Sag ich doch. So, hoffen wir mal, dass das Eisschild gegen... Das Eisschwert gegen den was bringt. 38. Schlecht. Okay. Während Finn gerade am Ausflippen ist, dreht sich Jake einfach mal um die eigene Achse. Okay, so sollte das aber auch nicht aussehen. Generell, das mit den Erfahrungspunkten ist hier echt gar nicht... Oh. Flippt wieder richtig aus. So, hau ihn kaputt. So. Zack. Und einer noch. Tatsächlich ist das egal, weil ich dachte erstmal so, oh, ich könnte ja mal den Limit Break einsetzen. Aber nee, das war unnötig. Okay, Jake hat irgendwas neu freigeschaltet bekommen, das ist nett. Das ist verdammt gut. Ich würde jetzt zu gerne... wissen, wo dieser Dude ist.
aber der scheint wohl nicht hier zu sein. Der ist wohl irgendwo anders im Dorf. Also wahrscheinlich so eher in diesem Bereich hier. Dann rüsten wir die beiden guten Herren doch nochmal auf. Oh. Der ist ja schon wieder so weit, dass er weiter aufgerüstet werden kann. Ja, das ist ja geil. Auch wenn Parade an dieser Stelle nicht so viel gebracht hat. Aber egal. Hauptsache man hat's. So, da drüben ist noch der Weg, wo wir noch nicht waren. Gehen wir nochmal hier entlang. Holen uns nochmal ein bisschen Kohle. Ah, Herzflakon. Sehr gut. Lebenspunkte safe. So, auch wenn wir hier schon mal gewesen sind. Jetzt können wir aber auch diesen Angriff, also diesen Kampf hier mal machen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht gleich hart Schaden bekommen. Moment, da war einer Stufe 3. Oh, Stufe 5 sogar. Da fuck. Das ist ein fast Bossfight. Das ist jetzt hart. Aber wir haben hier jetzt irgendeine neue coole Attacke. Die auch viel länger geht. What? Zerlegt. Oh, dieser Held ist kampfunfähig. Verwende einen Schokomuffin dafür. Alter! Wie bitter! Da mal gegenzuhalten, ist ja mal echt hart. So, also hier gerade auszulaufen, wird schwierig. Ach klar, das ist ja auch der Dude da drüben. Nein, das wollte ich nicht. Ich hatte überlegt, wollte eigentlich versuchen, raus. Ja, wir wollen weglaufen. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Hey, man. Da unten sind wir. Lol. Nein! Verzieh dich! We need to find who's in charge. Oh. That's the door to the security room. Dahin? Ah, okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Was ist das denn? Hey. Okay, komische Soundprobleme. Wir müssen nämlich doch hier hoch und dann da lang und dann hier lang und dann irgendwie da hoch dann. Ich glaube, das ist der Trick. So, nebenbei noch so viele Punkte wie möglich zurückholen. Also beziehungsweise so viel Geld wie möglich sammeln. Denn das brauchen wir, das Geld. Damit wir eigentlich weiterkommen. Ja, hab's verstanden. Wir sind keine Piraten, wir sind Jake und Finn. Wir sind die lustigen Dudes, ihr mögt uns. Wir helfen euch die ganze Zeit, wir sind Freunde. Okay, zugegeben, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Auf den hier.
So. Warum auf den? Weil der wieder sonst die ganzen anderen heilen würde. Und das geht mir voll auf den Keks. Bam. In your face. So. Hier kriegst du nochmal einen miesen Hit. Ich habe hier auch eine neue Fähigkeit. Und zwar die Roffelkopter-Äxte. Bam, bam, bam. Die machen jetzt richtig gut Schaden, muss ich gestehen. Das gefällt mir. Jetzt muss nur noch Finn Stufe 2 werden. Yay! Level up! So, dann ist das Ganze doch schon um einiges cooler. Bling, bling. Erstmal ein bisschen heilen. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Kohle in Angriff setzen. Angriff oder doch? Ja, komm. Lieber in den Angriff. Ich finde, das macht... Also ergibt mehr Sinn, als in Lebenspunkte zu setzen gerade. Denn... Schwierigkeiten sind wirklich die Lebenspunkte. Sind wirklich die... Die Angriffe und nicht die Lebenspunkte. So, hier kommen wir wohl hoch, würde ich sagen. Mit so einem komischen Move, geilen Jump oder so. So, da haben wir einen kleinen Muffin. Was auch immer der bringt. Ich habe keine Ahnung. Hoch da. Eventcharakter-Symbol. Hier brauchen wir anscheinend Jake. Hoch mit dir. Rup. Und nochmal. Das ist cool. Das gefällt mir. Das harmoniert total an dieser Stelle. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind wieder Soldaten. Wait a moment. So, Lebenspunkte sind auch nochmal aufgefüllt. Und da sind wir. Colonel Candycorn, what gives? Yeah, why are all the banana guards putting a beat down on us? Somebody get kidnapped again or something? That's High Admiral Candycorn to you, landlubbers. I have placed my crew on alert level hard candy. As to why, well, that is on a need-to-know basis, and you don't. Don't what? Need to know, you scurvy swine! And since Princess Bubblegum is busy tending to her subjects with her friend Marceline, no new needing-to-know declaration shall soon be forthcoming. Huh? I think it means he ain't telling us squat. Let's interrogate his butt. And while we're at it, ask him why he's talking like a salty sailor and stuff. It's really weirding me out. Oh nee, die sind... Bubblegum ist mit Marceline unterwegs, der Vampir, Prinzessin. We're looking for the Ice King's missing crown, but the guards won't let us pass. What gives? We're on high alert to protect the kingdom from pirate forces, which means all non-candy persons are to be caught and thrown into the brig. That's prison to you. Dang. He doesn't look too happy. We better go careful here. Okay, vorsichtig sein. Dann machen wir es mal auf die Art und Weise. I like you, Admiral. I want to help. But what's with all the pirate biz? I don't get it. It's nothing personal, you understand. I have to protect the kingdom. Only candy folk can be trusted right now. Pirates have been spotted off the starboard bow. Das freut mich. Also nicht. Hey man, my friend here doesn't understand all this sailor speak. Help us out. What's going on? I can't trust anyone that comes by boat. You understand. To fight a pirate, you must think like a pirate. I saw them patrolling the high seas around the kingdom, so I raised the alarm. We must stay on lockdown. Your boat isn't a pirate boat, is it? Pirates? Who does he think he's calling a pirate? Okay, nur weil wir ein Schiff haben. We're not pirates. There's nothing we hate more than a pirate, right, Jake? You can't trick an admiral of the high seas.
We ain't no pirates, dude. But if we were, we'd shiver your timbers, all right. Let us get on with our biz and lose the guards. I guess maybe I've gotten a little carried away with all this pirate business. Okay, okay. I should really keep things on lockdown until the princess comes back, though. But come to think of it, I haven't seen her for a while now. I do hope she's okay. Oh no, she'll think I've been a terrible admiral! Drop the lockdown, bro, and we can help sort this mess out for you. Promise. Well, if you promise, then maybe I could. Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt hier oben? Nehmen wir dann? Ach, dann wird doch mal freundlich. If the guards leave us alone, we'll go and find the princess for you. Promise, dude. Okay, I guess you can be trusted. Well, the princess was last seen with Marceline at the rear of the castle. You should start there. I'll send out an order to say that Finn and Jake are definitely not pirates and are not to be bothered. Fare thee well. Good job, Jake. The interrogation was a success. Ausgezeichnet. Suche nach Marceline. Die ist mir unheimlich, die ist mir leicht suspekt. Das freut mich, dass die uns jetzt wenigstens in Ruhe lassen. Müssen wir mal gucken, wenn die hinterm Häuschen waren. There's a great view of the Candy Kingdom from here. Verwende Finns Fähigkeiten. Okay. Nein, wir holen uns hier erstmal kurz nochmal ein bisschen Futter. Ich möchte hier aber nicht springen. Ich möchte hier genau das machen. Ich will das Geld haben. Und ich würde zu gerne wissen, was das hier, was Jake hier jetzt machen könnte. Achso, oh. An dieser Stelle hätte ich Finn nutzen sollen. Karte aktualisiert. Okay. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Was ist das? Das wird ja mal besser hier. Irgendeine komische Höhle. Okay. Irgendwo hier können wir runterspringen. Da können wir runterspringen. Dann laufen wir doch einfach mal hier runter. Und gucken, wo wir hier rauskommen und was dann machen können. Da. Erstmal hier. Auf damit! Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir nicht. Marceline finden, dort von... Ach, da Mensch, da sitzt sie, ja? Und hier sind die Piraten. Und irgendwer hat gerade gerufen mit A. Jake. So, gucken wir mal, ob wir uns hier nochmal ein bisschen aufpusten können. Definitiv, zumindest den Angriff konnten wir schon mal ein bisschen steigern. Ah, das reicht nicht. Egal, komm, 20 gehen noch dorthin. So, wie viele Lebenspunkte hat Finn jetzt? 900, angeblich. Glaube ich irgendwie nicht. Egal, was hat denn die Marceline jetzt für uns? Finn, Jake, over here! Marceline? Why are you out here? Yeah, why are you hiding, girl? You seen Princess Bubblegum? While I was trying to round up Candy Kids, I ran into Bonnabelle. She had Ice King's crown and said something weird was happening to it. While we were talking, somebody kidnapped her and took my hat and threw it in the water. I'm stuck out here. It was the only shade I could get to in time. We need to get that crown and save PB. Did you see who attacked you? No. Whoever it was, they snuck up on us. I saw which way they went, and I can help you, but only if you can get my hat back. On it! We'll be back soon, Marcy. Hang in there. Yeah, stay cool!
You don't have to tell me twice. Aww. Arme Vampirella. There it is. So, wo will denn der Hut da jetzt hin? Aha. Der ist dann drüben irgendwie. Dann hüpfen wir da einfach mal hier entlang. Oh. Dang, all wet again. Moment, kannst du hier irgendwas machen? Jake? Nee. Das hat nicht funktioniert. Aha. Halte Y gedrückt. Und dann können wir das bewegen. Haha, so geht das. Und da drüben ist wieder so ein Sidequest-Dude. Wenn ich denn wüsste, wie ich die erste Sidequest überhaupt abschließe. So, man kann entweder drücken oder man kann ziehen. An dieser Stelle ist es mal wieder drücken. Also ziehen wäre auch gut gegangen, das ist nicht das Drama. Aber trotzdem finde ich drücken angenehmer von der Bedienung her. So, und dann sind wir ja schon endlich drüben und haben Marcelines Hütchen parat. Boing, boing. Ah, hier muss man aufpassen. Hier sind tödliche Piraten. Da muss man... Okay, die würden uns so richtig schön in den Bauch zwicken. Und bumm! Passend. 27 Minuten. Das Spiel ist das zweite Mal abgeschmiert. Herrlich. So gönne ich mir das. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Na gut, dann gibt es hier erstmal einen Cut. Und bis zur nächsten Folge und so.